finally relax. And then it kind of came out in waves. Like, but I still wasn't really thinking about the emotion and excitement of winning Western States. And finally, I was able to really go and just feel really pretty stoked about it. Sordele, ihr müsstet uns hören. So, ich glaube, man hört uns jetzt. Genau, wir haben überlegt kurz, ob wir in Ruhe weiter trinken und euch den Film einfach weiter zeigen. Haben uns dann aber dazu entschlossen, dass wir es doch nicht machen. Und dass wir. Spoiler, wir haben das Finish vorweggenommen aus dem Film. Das stimmt, so sieht es aus. Oh, wir müssen ein bisschen rüberrutschen. Guck mal, du bist fast gar nicht drin. Ja, genau. Unser Bier ist auch nicht drin, das ist okay. Ja. Genau, Lars. Ja. Wir machen heute die Trainerstunde zum Thema Übertraining. Ja, genau. Ich mache erstmal noch den Biereinwurf. Du musst den Biereinwurf machen. Fang mit dem Bier ein. Genau. Na, ich habe da gleich auch noch einen guten Spruch direkt. Mal checken, ob alle es hören, ob jemand was schreibt. Oder genau. So. Und du machst einen Biereinwurf und danach sagen wir, warum wir an Breakregel gezeigt haben, würde ich sagen. Also Bier kommt heute von Thomas aus Bopfingen. Auf Bopfinger. Ja, also auf der Schwäbischen Alb, Nordschwarzwald auch. Leckeres Ding. Super lecker, ich habe schon gesagt, also wir haben ein Fass haben wir da, ne? Hast du es gesagt? Ja. Ich habe das gar nicht zugehört. Nee, das Fass habe ich nicht gesagt. Ja, wir haben Fass da. Das ist zum ersten Mal, deswegen trinken wir aus Gläsern, ganz zivilisiert, weil wir ein Fass ausnahmsweise mal da haben. Der hat uns Fass geschickt mit Frischbier, frisch abgefüllt. Ja, genau, letzte Woche irgendwie abgefüllt. Genau. Brauwerk heißt die Brauerei. Genau, und wir mussten jetzt schnell trinken, weil das ist nur noch eine Woche haltbar. Und von dem her, also es schmeckt super lecker. Ja? Also wirklich super lecker. Von dem her haben wir überlegt kurz, komm, wir machen den Film, wir spulen nur auf Anfang. Lass laufen, wir ziehen uns an Breakthrough rein und hauen das Fass weg. Aber dann dachten wir halt, so pflichtbewusst wie wir sind, die können wir nicht bringen. Obwohl euch jetzt wahrscheinlich auch gefallen. Komm, seid ehrlich. Ja. Alles klar. Nochmal Filmabend. So, machen wir auch irgendwann mal. Das können wir echt mal machen, dass wir so irgendwie beim UTB oder bei Western States oder sowas, dass wir mal hier so mit Kommentar oder sowas machen. Das wäre cool. Ja, so eine 24-Stunden-Live-Show. Ja. So, Leute. Dann würde ich sagen, wir lösen das Ganze mal auf, warum wir Unbreakable gezeigt haben. Sind wir noch nicht, kriegen wir alles hin. Genau. Und dann kannst du mal erzählen, warum gerade Jeff Rose und was es mit Jeff Rose auf sich hat. So weiter. Genau, ihr hattet ja gerade die Szene aus dem Unbreakable von 2011, von Jeff Rose Sieg beim damaligen Kursrekord, der natürlich inzwischen mehrmals geschlagen wurde. Von aber Jim auch, ja. Damals noch Kursrekord sozusagen war. Und der ist danach durch eine ziemlich tiefe Phase gegangen. Also das war wirklich so sein, er hatte glaube ich danach nochmal einen Sieg bei einem 50-Miler oder irgendwie sowas. Ja. Und danach hat er eine relativ harte Phase gehabt, weil er erstmal durch ein hartes Übertraining durchgegangen ist. Genau, viele wissen gar nicht, wo er geendet ist, sag ich mal. Ja, also das ist ja so ein bisschen die Sache. Er war ja lange im Film wird er ja gut porträtiert eigentlich und dann Kopitschka weiß man, wo der gelandet ist. Viele Verletzungen jetzt bei La Sportiva und macht halt viel Mountain-Geschichten. Kilian weiß man eh. Hell Körner hat auch noch ein paar gute Erfolge gehabt, kriegt man auch zwischendurch nochmal mit, aber Jeff Rose ist komplett von der Bildschirm ich verschwunden. Glaub, er trainiert jetzt manchmal noch mit Wormsley, läuft da noch seine Runden, aber so wettkampftechnisch gar nichts mehr, aber ich muss aufpassen, ich habe einen guten Zug drauf. Auch nicht mehr so viel aufgetaucht eigentlich inzwischen. Genau, und du hast, beziehungsweise wir haben ich hatte das noch in Erinnerung heute, und da habe ich gesagt, da war ein Interview noch von Jeff Rose irgendwo. Ich dachte, ich hatte das, bitte? Ja, genau. Ich hatte das in Erinnerung noch und wir hatten es dann nochmal gefunden. Das war ein Jahr später, von 2012, ne? Genau, 2012 ist das Interview, wo ihr hier den Auszug gerade seht. Ja. Und da ging es sogar bei Gorman hier, also auch in der Zeit ein guter Ultraläufer gewesen. Genau, Leadville, was hat er? Leadville war auch Zweiter Top 5 oder sowas. Ja. Und Western States auch Top 10. Genau. Und hier Jeff Rose, beide haben das Interview mit Iron Farr gemacht, ist dann auch in den Shownotes verlinkt auf jeden Fall. Und beide hatten so den gleichen Moment, also beide Performance ist runtergegangen, Leistungsabfall, Müdigkeit und so weiter. Und beide sind im Moment hier zu einem jeweils anderen Arzt halt auch gegangen, haben sich untersuchen lassen und haben beide so ein bisschen unterschiedliche Diagnosen bekommen. Genau. Bei Gorman war so klar, okay, Blutcheck, war schon ein bisschen so in die Richtung, okay, könnte Untertraining sein. Und Übertraining. Übertraining, sorry. Ja. Und bei Jeff Rose war so, wir haben gefunden,
Eisenwerte und Vitamin D niedrig und wir behandeln erstmal das. Dann hat man das behandelt. Symptombehandlung auch. Und er ist dann Transvulkania noch gelaufen 2012 und danach war komplett Ende. Also danach wirklich über Müdigkeit, über Schlaflosigkeit, Schlafprobleme, leichte Depressionen auch durchgegangen. Also hat man einfach nicht erkannt in dem Moment. Genau. Unten in unserer Videobeschreibung findet ihr, auf YouTube zumindest, findet ihr einen direkten Link, ne, zu dem Interview. Da erzählt Jeff Rose auch ein bisschen was über die Symptome, dass er ständig auf Toilette musste beim Laufen, alle Viertelstunde pinkeln musste zum Beispiel und so. Also so welche Symptome, die vielleicht nicht unbedingt Standard sind, aber sehr subjektiv. Und wenn ihr auf dem Weg mit der Maus nach unten seid, direkt mal schnell noch auf Gefällt mir drücken und auf Abonnieren. Und dann guckt ihr euch das Video mal, oder lest euch das Interview mal komplett durch, ist sehr interessant. Für alle, die jetzt nicht seit 2010 Ultralauf machen, die kennen diejenigen nicht, aber die kennen zumindest Jeff Rose vielleicht aus dem Film Unbreakable. Und wer von euch Unbreakable nicht kennt, hey, okay, ihr seid kein Ultraläufer, sorry. Gibt es immerhin dank Corona kostenlos auf YouTube. Das stimmt, genau. Also guckt euch das an und dann werdet ihr da mitfühlen. Ja, Overtraining ist heute unser Thema. Und man sieht Jeff Rose, der war, sag ich mal, an der Spitze, die das Trailrunning hergibt oder damals hergab, Western States. Heute ist vielleicht UTMB noch ein bisschen höher gerankt, aber damals bei Western States Top-Notch, bestes, wichtigstes Lauf, wichtigster Lauf, heute immer noch auf jeden Fall der wichtigste Lauf außerhalb von Europa, das kann man sicherlich so sagen. Und den hat er gewonnen und danach... Und da war Kilian schon dabei, da war also erstes Jahr Kilian damit dabei. Genau, Kilian hat geschlagen. Hat dann Krupitschka geschlagen. Genau, ne? Und mehrfach, damals dann auch also noch einige andere, hier, wie heißt da der Nick, egal, auf jeden Fall, guckt euch das an, viele damals die besten Läufer der Welt geschlagen, aber dann... Nicht nur von der Bildfläche verschwunden, sondern er berichtet dann auch darüber, dass er keinen Schritt mehr machen konnte. Genau. Wenn er einfach nur aus der Haustür gegangen ist, war er platt. Ja. Der Puls ist hochgegangen, sobald er versucht hat, anfangen zu laufen. Also es war, Sport war nicht mehr drin, obwohl der Körper ja eigentlich das noch hätte gekonnt. Genau, er sagt dann auch, wenn ihr das Interview weiterlest, in dem Moment, wo er dann im Sommer komplett raus war, keinerlei Chance mehr gehabt zu laufen zu gehen. Du hast übrigens hier dein Ding hier, wenn man dich schlecht hört. Ja, also er ist wirklich dann keinen Schritt mehr laufen können in dem Moment und wirklich komplett raus gewesen aus der Sache. Genau, also von dem her wichtiges Thema, gerade für Ultraläufer, und wir werden das Ganze, wir kommen jetzt mal zu der Gliederung auch, wir werden hingehen und das ein bisschen auseinanderhalten, weil das sind keine Hard Facts. Ja? Übrigens, wir haben eine neue Präsentation, passend zu ganz vielen anderen Sachen, die bei uns neu sind. Genau, also das ist schwer auseinanderzuhalten, das sind nicht nur Hard Facts und das ist auch in der Wissenschaft gar nicht so einfach, das herauszufinden, aber wir hören auch immer viel, ich habe Übertraining, aber was man wirklich rauskriegen kann, was man tun kann und so weiter, darauf gehen wir ein. Wir fangen alles mal mit Arten, also das heißt, was muss man auseinanderhalten, weil Overtraining ist nicht gleich Overtraining. Dann kommen wir zu der Diagnose, wie kriege ich überhaupt raus, haben wir ja gesehen, bei Jeff Rose. Ich meine, selbst bei ihm, obwohl der 160 Kilometer oder 160 Meilen plus gerannt ist pro Woche, kam nicht der Arzt direkt drauf, hey, es ist Overtraining. Das könnte Übertraining sein, Dementsprechend Diagnose, Symptome, beziehungsweise erst Symptome, dann Diagnose, das werden wir wahrscheinlich umtauschen. Und dann machen wir einen Break, weil das ist so umfangreich, das Thema. Und das ist auch so wichtig, gerade für Ultraläufer, dass wir gesagt haben, wir widmen uns da zwei Teilen zu. Und wir gehen beim nächsten Mal ein auf Prävention und dann auch auf Heilung. Also wie komme ich aus der ganzen Geschichte dann irgendwann auch wieder raus. Ja. Genau, so machen wir das. Ja, there is no overtraining, only under eating. Ja, das ist auch ein lustiger Spruch, der sicherlich bei vielen stimmt. Hat mehr Wahrheit, als man glaubt. Ist lustig, aber hat mehr Wahrheit, als man glaubt, weil... also wenn man jetzt nicht sagt... Fürs nächste Jahr auch schon was gefunden dazu, eine gute Studie auch in dem Bereich. Okay, ja cool. Also ich würde noch dazu sagen, there's no overtraining, only under-eating and under-sleeping. Und dann ist man schon bei 90%, weil es ist immer ein Zusammenspiel im ganzen Körper. Alleine Training führt nicht zu Overtraining. Es gibt, also nur wenn man viel trainiert, es gibt nicht so einen Punkt, wo man sagt, wenn ihr mehr als 200 Kilometer trainiert in der Woche, seid ihr im Overtraining oder jemand schafft nur das. Sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus den komplexen Lebenssituationen, oder? Ja klar, also es sind ja alles Faktoren, die dazu spielen, wie Training auch funktioniert. Genau. Und deswegen, also da ist tatsächlich mehr drin. Also das heißt nicht, ihr sollt jetzt so viel essen, wie geht. Das ist natürlich auch gut, aber, aber es ist immer mehr als nur Training. Ja? Und das ist vielleicht das, was aus diesem lustigen Satz, der ja häufig auch von so Bodybuildern geprägt wird, dann hängen bleibt. Genau. Wo ich jetzt so ein bisschen rumrecherchiert habe, das ist echt ein großer Faktor. Was denn? Im Krafttraining-Bereich. Im Krafttraining, Overtraining. Also nicht nur so eine Geschichte, wo man sagt, das ist vor allem läuferspezifisch, sondern das ist wirklich auch im Kraftsport ein relativ großes Thema auch. Ja,
Glaube ich. Also ich bin ich jetzt nicht mehr so drin, aber glaube ich durchaus, dass das ein großes Thema sein kann, gerade weil da du ja auch ständig eigentlich trainieren kannst. Ja. Ne? Also und die Zeit, also du kannst halt ständig auch andere Muskelgruppen trainieren und so. Ich glaube schon, dass das ein großer Punkt ist. Ja, wir fangen erstmal an, würde ich sagen, mit den Grundlagen, oder? Ja. Das heißt, wir gehen erstmal hin und sagen, was sind die Arten, was ist der Unterschied zwischen den beiden, Hat schon umgeschaltet, du siehst es nur auf YouTube erst. Nee, ich habe falsch gedrückt. Ach so. Du hast es nicht gesehen, ich verdrückt habe. Ich habe mich verdrückt. Genau, ich habe übrigens, ich gucke gerade so ein, mal off-topic, ja, ich gucke gerade so ein Börsen-Zusammenfassung am Tag manchmal. Einfach nicht, weil ich jetzt weiß, wie viel in der Börse investiert bin oder weil ich jetzt hier keine Ahnung was, aber ich finde das einfach super interessant. Ja, ja. Der, so wie ich Lego, wir haben so ein Lego, wie heißt der Typ? Hält der Steine, ne? Hält der Steine. Also das könnt ihr euch mal angucken, ist nichts, wovon man sich fürchten müsste. Und der Typ, bin null into Lego, ja, aber der Typ ist so geil, ich könnte mir den täglich reinziehen. Ja, auf jeden Fall. Und so ist das auch mit Börsending. Und der Typ, der hat so ein Pult, ja, da mit bestimmt 30 Knöpfen und dann noch so ein Schieberegler und Drehregler. Und ich denke mal, irgendwann brauchen wir auch sowas. Brauchen wir eigentlich natürlich nicht, aber ist geil. Ja. Wir haben hier so ein kleines Ding, wo man, aber ist egal. Also, Held der Steine gucken und egal. Wir gehen weiter auf zum Thema Grundlagen. Genau. Ja. Ich habe das schon gesagt, Overtraining ist nicht Overtraining. Und das Problem ist, es gibt auch fast keine Hardfacts, die auseinanderhalten, wann ist denn Training noch gut und wann ist es schlecht. Weil im Endeffekt ist jegliches Training und jegliches Rennen natürlich immer ein Reiz setzen, ein überschwelliger Reiz. Also das heißt ein Reiz, mit dem der Körper eigentlich nicht in der Lage ist, erstmal umzugehen, sondern der ihn erstmal müde macht, der ihn erstmal kaputt macht, der erstmal Strukturen zerstört. Ja? Und wichtig ist dann die Regeneration, und die dann einen wieder besser macht. Und dieses Prinzip, auch wenn das stark vereinfacht ist und heutzutage auch das Prinzip der Superkompensation eigentlich jedem bekannt ist, auch wenn das ein Model ist, man muss da immer vorsichtig mit sein, Superkompensation ist nicht so linear, wie man das hier sieht, aber zum Verständnis, wenn das jetzt die Leistungsfähigkeit ist, dann beginne ich an einem Punkt, ja, wo ich sage, das ist ja die Basis, und wenn ich erstmal, hier ist ein erster Lauf und danach bin ich müde, das heißt, in den nächsten 2 Stunden werde ich nicht mehr so schnell laufen können also wie jetzt gerade. Die Leistung ist nochmal möglich. Genau. In dem Moment, ich brauche erstmal Pause. Ein paar Stunden zumindest, vielleicht einen Tag, vielleicht 2 Tage. Und dann erreiche ich langsam wieder den Punkt, wo ich war. Und dann macht der Körper sich besser. Das heißt, die Strukturen werden nicht nur wiederhergestellt, sondern sie werden besser hergestellt. Das heißt, die Glykogenspeicher werden größer, die Muskeln werden, wie auch immer, stärker, besser angesteuert. 1000 Sachen, die dann gleichzeitig passieren. Und dieser Punkt hier, also alles, was über den Ursprung hinausschießt, ja, also diese Fläche sozusagen oder dieser Integral, ja, das nennt man, ist ja eine Superkompensation. Und an dem Punkt, optimalerweise an dem Punkt, wo es dann schon wieder flach wird, der höchste Punkt ist, wo es dann schon wieder abflacht, weil wenn ich jetzt länger warten würde, würde ich auch wieder schlechter werden, klar, wenn ich nicht mehr trainiere. Dieser Punkt quasi, da sollte optimalerweise das nächste Training stattfinden. Also es ist quasi eine Anpassung des Körpers an die Reize, die man quasi gesetzt hat im Training, oder also hier korrekt, entweder einzelne Trainingseinheiten oder halt auch Trainingsblöcke. Genau. Und das ist halt auch die Sache, du sagst es gerade, Trainingsblöcke, auch das ist richtig. Also es ist nicht so, dass man genau an dem Punkt immer das Training setzen muss, sondern man kann auch mehrere harte Reize setzen und danach erholen. Also es ist nicht so linear, wie das hier ausschaut, dass man sagen könnte, es gibt tatsächlich diesen Punkt, weil auch dieser Punkt, den gibt es im ganzen Körper nicht. Es gibt Strukturen, die sind schon längst wieder erholt, es gibt Strukturen, die brauchen sehr lange, um erholt zu sein. Also es gibt nicht im ganzen Körper diesen einen Punkt, sondern es sind unterschiedliche Strukturen. Aber jetzt halten wir es einfach und sagen mal, es gibt diesen Punkt. Dann ist also auch eine gewisse Ermüdung ja immer gewollt. Ja. Und auch in dem Moment fühlst du dich einfach kaputt. Genau. So, fühlst dich müde, musst schlafen gehen, musst essen, Regeneration, und aber im Laufe wirst du besser. Das ist erstmal das Normale. Schlimm wird es dann, wenn du trainierst und trainierst und trainierst. Und der Punkt halt nicht mehr kommt. Also man die Chance nicht gibt, sozusagen. Genau. Man wird im Prinzip immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Man kommt also, man regeneriert nicht mehr über den Ausgangspunkt hinaus. Ja. Aber normalerweise ist das so, wenn ich jetzt eine harte Woche habe oder wie du jetzt gerade auch 2, 3 harte Wochen, dann kommt man schon an einen Punkt, wo man sagt, boah, jetzt nach den 3 Belastungswochen, da geht gerade gar nichts mehr. Aber dann kommt vielleicht eine ganze Woche Erholung und ich schaffe nach der ganzen Woche wieder den Ausgangspunkt oder auch dann wieder über den Ausgangspunkt zu kommen. So habe ich mich letztes Mal super in die Ruhewoche reingerettet. Also das war morgen ist die Ruhewoche und ein bisschen Kilometer mir sparen können und so weiter. Wirklich auch dann gedacht, endlich Ruhewoche. Exakt. Und gerade in so Fahrt, du trainierst jetzt ja auf die Tour de Ruhr, 230 Kilometer, nur bergab. Ja. Nein, Quatsch. Gefühlt. Wie am Western States, nur bergab. Nein, aber da musst du halt
da kommt es ja nicht nur auf die Leistungssteigerung an, wie hier, sondern es kommt halt auch auf den Gesamtumfang an. Ja. Und dann nimmt man ja sowas mal in Kauf, dass die nicht die Gesamtleistungssteigerung da ist, sondern die Ermüdungsresistenz hauptsächlich gefördert wird. Und dann macht man sowas bewusst, aber wichtig ist, dass man hier auch wieder hinauskommt, dass man dann sich auch wieder die Ruhepausen gönnt. Und das Ganze nennt man dann noch Overreaching. Das heißt, man macht eigentlich ein bisschen zu viel, als man machen müsste, aber der Körper kann innerhalb von wenigen Tagen, von wenigen Stunden, wenigen Tagen, kommt er wieder auf das Level, wo er war und auch darüber hinaus. Das heißt also mehr oder weniger bewusste Sache, aber keine strukturelle Sache, noch keine funktionelle Sache, sondern wirklich noch eine relativ akute Geschichte. Overreaching im Englischen. Ja? Also wenn man so möchte, vielleicht akutes Overtraining. Aber man sagt nicht Overtraining, man sagt tatsächlich da Overreaching. Und deswegen sind die beiden auch auf einem Level. Das ist beides noch was, wo ich mich durch verbessern kann. Und dann kommen wir zu einem Punkt, der schädlich wird. Ja, wo man eben die Phase nicht mehr erreichen kann, dass es sich nochmal verbessert. Richtig. Wo ich auch härtere Symptome habe, wo ich teilweise Fehler im hormonellen System habe. Mhm. Aber vor allen Dingen, und das muss man sagen, das ist die Unterscheidungsmerkmal, wie lange ich mich danach brauche, um wieder zu regenerieren. Tatsächlich ist das nämlich so, es gibt keine Hard Facts, die auseinanderzuhalten. Also Superkompensation, Overreaching ist klar, aber wenn ich jetzt weitergehe zu Overtraining und Non-Functional Overtraining, dann ist der Unterschied im Prinzip nur, wie lange ich brauche, um wieder den Ausgangspunkt zu erreichen. Mhm. Das heißt, ich weiß teilweise noch gar nicht, wenn ich es diagnostiziere, bin ich im Overtraining oder also im Functional Overtraining oder bin ich im Non-Functional Overtraining? Also bin ich schon im chronischen Overtraining oder noch im Functional Overtraining sozusagen? Das weiß ich eigentlich erst, wenn ich sehe, da tut sich noch was oder da tut sich nicht. Ich kann mich erholen oder kann mich auch einfach nicht mehr erholen. Exakt. Ja. Beim Overtraining ist das so, Overreaching. Mhm. Hormoneller Haushalt spielt nicht mehr mit, komplett durcheinander. Ich fühle mich entweder, also kommst du noch gleich auf die Symptome, aber ich hab starke Symptome. Ich habe viel trainiert, es ist immer sehr viel Umfang, es ist immer sehr viel Intensität dabei oder zumindest eins von den beiden extrem. Ja, ja. Und dann fange ich an, nichts mehr zu machen. Und während ich beim Overreaching dann relativ schnell wieder mich erhole und von Tag zu Tag merke, es geht besser, merke ich beim Overtraining, boah. Ich fühle mich auch noch nach einer Woche kacke. Da kommt nichts mehr. Oder ich fühle mich auch noch wenig. Wenig. Ja. Ich fühle mich auch noch zwei Wochen kacke. Und in der dritten Woche sage ich, boah, jetzt langsam fühle ich mich besser. Und das ist das, was Functional Overtraining von Non-Functional abhebt. Functional bedeutet, ich bin nach mehreren Wochen, / Monat, zwei Monaten wieder fit. Ja? Ist natürlich extrem lange. Also die beiden Sachen sind nicht erstrebenswert. Die sind absolut zu vermeiden. Ja. Aber das hier, und da werde ich auch nicht besser durch. Mhm. Also hier komme ich nie wieder über den Punkt drüber, außer ich regeneriere ewig und dann gehe ich wieder ins normale Training über. Aber ich gehe nicht, also es ist nicht positiv, es ist negativ, immer negativ Overtraining hier. Ja? Aber ich erhole mich irgendwann wieder und nach einem Monat bin ich wieder auf dem Punkt, wo ich sage, hey, okay, es war heavy, aber jetzt geht's wieder. Und gerade bei, wir sehen, das ist eine Sache, die haben wir bisher auch schon erlebt bei Athleten, gerade die jetzt viel Training gemacht haben, die viele Wettkämpfe gemacht haben, Etappenläufe oder sonst irgendwas, die dann wirklich lange gebraucht haben, um wieder an dem Punkt zu sein. Das ist bei vielen noch so eine Art Ende der Saison teilweise auch, haben sich den Sommer über noch durchgerettet, genau in diesen Sprüngen, jeder Wettkampf wurde ein bisschen schlechter, es ging gerade noch so vielleicht ins Ziel und dann haut es die oftmals erstmal komplett raus, also so September bis Dezember ist dann oftmals wirklich eine schlechte Phase und dann ist nochmal die Chance, aber die kommen dann vielleicht wieder raus im Dezember oder im Winter halt sozusagen. Genau. Im Vergleich zum Non-Functional Overtraining, und das ist jetzt die Jeff Rose-Geschichte. Ja? Das heißt also, der kommt an irgendeinem Punkt, wo er nicht mehr trainiert. Also hier findet kein Training mehr statt und es geht ihm mal einen Tag besser, mal einen Tag schlechter. Boah, ich mal kurz niesen. Und der macht nichts in dem Zeitraum. Also, exakt. Also kein Training mehr, kein Sport mehr, gar nichts mehr und das wird halt ändert sich einfach nichts. Und dieser Punkt, wo sich nichts ändert, der kann Monate, der kann Jahre dauern. Und der hat bei Jeff Rose, glaube ich, wirklich Jahre gedauert, bis er da wieder rausgekommen ist und wieder Spaß am Laufen hatte und auch wieder leistungsfähig war. Da gibt es ja noch andere Beispiele. Also Ryan Sands hatte so eine Phase. Ja, der war in dem Bereich eher, ne? Ja, Anna Frost hatte die Phase auch oder ist seither auch nicht mehr wirklich groß rausgekommen, auch aus dem Bereich. Ja, sie hat ja irgendwann dann ihre Karriere beendet mit dem ersten Kind dann auch bekommen irgendwann, was ja auch dann schön ist, wenn man dann auch irgendwas anderes findet. Ja, aber genau. Also da gibt es auch prominente Beispiele, die sich schon eben in beide Phasen auch reintrainiert haben, wo es auch ein Karriereende einfach bedeutet hat in dem Moment. Genau, exakt, ja. Also von dem her echt ganz wichtige Sache. Jetzt muss man aber natürlich sagen, Lars,
das passiert nicht von jetzt auf gleich. Nee. Also es ist nicht so, dass ich was machen kann und sage, wenn ich, also dieses Overtraining, Non-Functional Overtraining, da muss ich schon alle Symptome auch mit ein bisschen Kraft versuchen zu ignorieren. Aber dadurch, dass wir da keine Leistungssteigerung mehr haben, müssen wir das versuchen zu vermeiden. Und viele von euch werden sicherlich mal an einen Punkt auch gekommen sein, wir haben es gerade gesagt, auch nach einem Wettkampf oder nach vielen Wettkämpfen, dass es da schwierig ist, rauszukommen. Und deswegen machen wir das Ganze, damit ihr seht, okay, das sind die Symptome, ich bin da ein bisschen, hab eine Awareness dagegen und dass ihr da gar nicht reinkommt. Weil auch im Hobbybereich, gerade bei welchen, die sowas machen wie du, Tour de Ruhr, Tour de Jean, aber auch viele Ultras, viele Etappenläufe innerhalb von einem Jahr, die haben grundsätzlich das Risiko, da reinzukommen. Klar, also genau. das Risiko ist da, weil man, die Ruhewochen sind ja nicht mehr wirkliche Ruhewochen, man hat dann trotzdem relativ einen hohen Umfang in dem Moment. Genau. Und die Belastungswochen sind halt einfach hoch. Genau. Vielleicht schreibt ihr mal rein, wenn einer von euch schon irgendwie Erfahrung habt, wir lesen die Kommentare nebenbei oder irgendwelche Fragen, haut sie rein. Und Lars geht hin und du erzählst ein bisschen was schon mal zu den Symptomen, weil gerade die Symptome, das ist ja so eine Sache, frühe Symptomerkennung ist ja schon mal das Wichtigste, um halt nicht zu tief in diesen Strudel reinzukommen. Wo man schon so ein bisschen erkennen kann, nicht gleich überreagieren sollte sozusagen, aber wo man das zumindest so ein bisschen mal schon erkennen kann, wie es aussieht. Genau. Was sind so Symptome, wo man sagt, das ist so das Erste, worauf ich achten sollte, Lars? Also es gibt erstmal, man unterscheidet hier zwischen 8 Möglichkeiten, wo man Symptome erkennt. Also das Chart ist relativ groß. Ich habe jetzt die Aufzeichnung praktischerweise auch drüben auf dem Schreibtisch liegen gelassen. Von dem her muss es auswendig machen. Du kannst es auch holen. Also du kannst mir auch ein Bier mitbringen und das Ganze holen. Dann überblicke ich das Ganze. Nee, aber du kannst, wenn es auf den Kopf hinkriegst, ist auch. Genau, also erster Bereich ist immer Leistung, ist ein Indikator. Ja. Also in dem Moment, wo die Leistung droppt, ist so ein erster Indikator, könnte man in die Richtung kommen. Hier ist auch direkt das erste Ausschlusskriterium. In dem Moment, wo man sich die Leistung entwickelt, ist es kein Overtraining. Kann nicht sein, Egal wie müde ich bin. Ja. Kann kein Overtraining sein. Sobald man die Leistung noch hat, kein Overtraining. Mhm. Der zweite Punkt ist Müdigkeit. Müdigkeit, da gehört auch dazu, wie erhöhter oder abgesenkter Ruhepuls, da komme ich nachher noch dazu, was hier der Unterschied auch in dem Bereich ist. Es kommt zu einer absoluten Schlaffheit, Trainings können nicht mehr durchgeführt werden, man schafft es nicht mehr, den eine Stunde Dauerlauf zu beenden, man kann sich gar nicht mehr vor die Tür quälen sozusagen, also absolute Müdigkeit ist hier mit gemeint, nicht nur so ein bisschen müde, sondern wirklich absolute Müdigkeit. Ich habe da eine kleine Anekdote, hier bei uns gibt es einen Weg, der heißt Alprosenweg, das ist eigentlich ein super, also ist flach, aber schöner Trail, super schöner Trail oberhalb vom Schwansee her. Und ich musste mich mal abholen lassen, weil ich es nicht geschafft habe, nach Hause zu laufen vom Alprosenweg aus. Ging einfach nicht mehr. Der Körper hat dicht gemacht. Ja. Keine Krämpfe oder so, sondern einfach komplette Erschöpfung. Mhm. Das lag allerdings nicht an zu viel Training. Also ich habe damals viel trainiert auch in der Phase. Ja. Aber es lag halt auch am Arbeitsstress einfach. Okay, also Stressmischung quasi. Mischung. Daraus, Und es war einfach so eine unglaubliche Leere, auch eine mentale Leere. Und ich war nicht mehr in der Lage zu laufen. Ich musste runtergehen, bin zum Parkplatz gegangen und der Parkplatz ist wie viel von mir zu Hause entfernt? Anderthalb Kilometer, zwei Kilometer vielleicht. Aber es ging halt nicht mehr. Ich konnte noch nach Hause gehen, habe mich abholen lassen. Das ist so eine Sache, wo man echt sagen muss, ey, Achtung, das ist auf jeden Fall ein Symptom. Wenn das auftritt, dann sagt euer Körper, da ist was falsch. Ja. Dann der Punkt psychologisch, damit ist gemeint, Stimmungsschwankungen, leichte Reizung, also dass man leicht reizbar ist, ist einfach ein sehr relativ großes Symptom auch in dem Bereich. Genau. Und im Bereich Immunsystem, wenn man auf einmal, keine Ahnung, Wunden heilen nicht mehr schnell, der Körper ist, man hat Atemwegsentzündungen, also man ist so, man fühlt sich so dauerkrank und der Körper schafft es irgendwie nicht mehr, sich zu heilen in dem Moment. Ja. Und hier auch der Bereich Stimmung. Also, wie gesagt, Stimmungsschwankungen, man ist mal gut drauf, man ist schlecht drauf. Man kann sich teilweise, man hat so keine Euphorie mehr, man kann sich für nichts mehr motivieren. So ein bisschen, das Kompetitive fehlt auch so nach dem Motto, dann lauf halt. Oder man kann sich überhaupt nicht mehr, zu keinem Wettkampf mehr motivieren, zu keinem, jetzt zieh ich es durch mehr motivieren oder sowas. Das ist auch so ein Symptom, was sein kann. Dann gibt es verschiedene Messer in den Blutwerten. Genau, da komme ich gleich noch ein bisschen drauf zu. Laktatspiegel, alles Mögliche. Genau, nicht so, also eher nicht steigender Laktatspiegel, Genau, kommen wir noch drauf. Schlaf ist ein relativ großer Indikator, wie viele Schlafstörungen man dann teilweise hat. Da kommst du auch noch drauf zu viel oder zu wenig Müdigkeit. Genau, also viel Müdigkeit, wenig Müdigkeit, Schlafstörung oder keine Schlafstörung ist ein relativ großer Punkt.
Und im Magen-Darm, hier ist gemeint, eben Durchfallerkrankung zum Beispiel, ja, nehmen dann zu mit Übertraining. Bei Frauen ausbleiben von der Menstruation zum Beispiel, genau, ist so ein Thema. Aber auch Blasenreizung, also dass, genau, man viel, ja, pinkeln, ja, muss sozusagen, auch, das ist auch ein Indikator, mhm, dafür. Ja. Und jetzt sagt die Christina, ja, total spannend, aber ist ja echt schwer, sich das abzugrenzen. Und Christina, du hast den Nagel, mhm, auf den Kopf getroffen. Weil wenn wir uns das angucken, und da kommen wir gleich auch noch zu, das sind halt keine Leitsymptome. Ja. Oder das sind Symptome für tausend Sachen. Und das, mhm, ist halt ein bisschen das Problem, ja, weil das erschwert natürlich dann auch irgendwie die Diagnose von der ganzen Geschichte, ja, weil ich meine, und Christina sagt zu Recht, ja, das sind alles Sachen, die hatte ich halt alle schon mal, ja, mhm, und ein guter Ultraläufer sagt halt, hey, klar, heute ja, der 60-Minuten-Lauf, der ging gar nicht, ich habe mich komplett müde gefühlt, ich hatte auch absolut keinen Bock, ja, ich fühle mich auch irgendwie krank, ja, ja, total scheiß Stimmung, ja, Blutwerte, keine Ahnung, aber schlecht schlafen kann ich ein Lied von singen, und Dünnschiss habe ich auch, weil ich, ja, mir zu viel Gels reingepresst habe, also kannst du einen Haken machen, also von dem her, ist das schon Übertraining, und das ist halt so ein bisschen die Frage, also das ist ja das ist das Schwierige, die Symptome kann ich immer mal wieder unterschreiben, aber ab wann fängt es wirklich an, und das macht halt die Diagnose halt so schwer. Ja. Das ist auch das, ich habe das mal geklaut vom Dr. Marquardt, schöne Grüße nach Hannover, ja, aber der hat das echt schön zusammengefasst, und ich dachte mir, besser klauen als schlecht selber machen, und deswegen haben wir es von dem geklaut. Darf ich dir so lange noch ein Bier? Du darfst mir sehr gut, ich hab einen Luftüberschuss in meinem Glas. Ich erzähle ein bisschen was zu der Diagnose, genau. Das sind so Sachen, wo er sagt, die kann man testen, ja, und das ist so ein bisschen die Problematik auch an dem Testen, weil auch diese Sachen, also Stresshormonspiegel, ne? Adrenalin, Noradrenalin, Anstieg, Cortisonspiegel, Anstieg, also Stresshormone, Testosteron, Anstieg, ja, das ist halt, Testosteron, Abfall, Cortisol, Anstieg, das sind alles so Sachen, die sind schon gute Indikatoren, aber das sind Indikatoren von einem generellen Stress, ja, also nicht zwangsweise muss nicht durch Übertraining kommen, ja, und wo er sagt, was man halt dann auch noch zusätzlich sehen kann, ist halt ein Leistungsabbruch. Er macht das mit der Laktatdiagnostik. Es gibt studienmäßig festgestellt einen guten Test, den stelle ich euch gleich noch vor, den ihr machen könnt oder den man machen kann, wo man dann ganz gut feststellen kann, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Erhöhte Harnstoffwerte über mehrere Tage, das ist generell ein gutes Anzeichen für Übertraining, ist aber leider auch ein gutes Anzeichen einfach von viel Training, weil Harnstoff entsteht auch dann, zum Beispiel, wenn ich Eiweiße verbrenne, das heißt also auch, wenn ich nüchtern laufe, wenn ich viel trainiere, habe ich auch einen erhöhten Harnstofflevel. Das bedeutet aber noch nicht, dass ich im Übertraining bin. Ja? Und das ist so ein bisschen das Problem, auch erhöhte Kreatinkinasewerte. Ja? Kreatinkinasewerte erhöht habe ich, wenn ich zum Beispiel viel Downhill laufe oder wenn ich intensives Intervalltraining mache. Theoretisch natürlich auch bei einem Herzinfarkt, ja. Theoretisch auch beim Übertraining, ja. Aber wenn ich 10 Kilometer Downhill baller, ja, danke dir, dann sind die auch da. Ja. Und wenn ich Downhill gelaufen bin und ich gehe zum Arzt und der macht einen Bluttest, dann denkt er danach, ich bin Herzinfarkt-Risikopatient. In Wirklichkeit war es das Downhill. Und das ist auch das, was Marquardt sagt. Der sagt nämlich, diese ganzen Sachen, die gibt es bei so vielen anderen Krankheiten, und das ist das Problem. Ich habe jetzt mal ein paar Krankheiten hier zusammengeschrieben, die ähnliche Indikatoren haben wie deine Symptome, ja, und die auch mit den Blutwerten teilweise, mhm, übereinstimmen. Ganz klassisch, und das merken wir immer wieder, Blutarmut. Mhm. Gerade bei Frauen auch ein häufiges Thema durch den Eisenmangel, durch die Menstruation. Ja. Eisenmangel führt genau zu den gleichen Sachen. Mhm. Keine Leistungsfähigkeit mehr, Müdigkeit, mhm, Antriebslosigkeit, schlechte Laune, teilweise Appetitlosigkeit, teilweise aber auch Überappetit. Aber das ist halt, mhm, das ist so eine Sache, schwierig. War ja auch bei Jeff Rose diese Geschichte, was erstmal behandelt wurde sozusagen. Genau, ja, Eisenwerte, Vitamin D. Ja. Jetzt ist aber das Problem, jetzt geht ihr zum Arzt, da werden 2/3 von euch, gerade jetzt im März, Vitamin D-Mangel haben und die Hälfte von euch einen Eisenmangel haben. Ja. Ja, so, ja. Jetzt kann man natürlich wieder auf Übertraining kommen, aber vielleicht ist es auch nur ein Mangel. Ja, so. Also auch schwierig. Ne? Und ihr seht die ganzen Sachen durch, hin bis zu theoretisch bösartigen Tumoren. Gibt viele Sachen. Und das ist das, warum man heutzutage eigentlich da hingeht und sagt, Overtraining, also wir reden jetzt von Functional und Non-Functional Overtraining, ist eine Ausschlusskrankheit. Das heißt, ich schließe alles andere aus. Ja. Ich mache Bluttests, ich schließe Tumore aus, ich schließe Herzkrankheiten aus, ich schließe sonstige Autoimmunkrankheiten aus, bakterielle Infektionen und so weiter. Ich schließe alles aus, und wenn nichts mehr übrig bleibt und derjenige trainiert viel und erholt sich nicht, und die Leistung, und da kommen wir gleich noch zu ein paar sportpraktischen Tests, die geben auch diese Hinweise. Mhm.
Und gleichzeitig mache ich noch einen Questionnaire, also einen Fragebogen. Und auch der hat ein gewisses Outcome. Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich im Übertraining bin. Genau, aber bis dahin ist es erstmal wirklich erstmal systematisches Ausschließen vom Rest. Ja, und auch eine Odyssee durch die ganzen Ärzte, weil das ist ja auch nicht keine Sache, die ich jetzt auch, das ist ja nicht, was euer Hausarzt macht. Ich meine, der sagt ja nicht, sie haben keinen bösartigen Tumor, Herr Arendt, und ach übrigens, sie haben auch kein pfeifisches Drüsenfieber, sondern das müssen ja Bluttests machen, da muss man gucken, sind Bakterien da drin, habe ich eine Virusinfektion, ja. Ja, vor allem muss man halt auch erstmal die Ernsthaftigkeit vom Arzt halt erreichen. Das ist halt immer so ein bisschen ein Problem. Klar, der sagt auch halt, ja, machen Sie halt Pause. Machen Sie halt eine Woche Pause. Legen Sie sich dann mal 4 Wochen hin und machen Sie mal nichts. Guck mal, Sie sind 150 Kilometer die Woche gelaufen, machen Sie halt mal eine Woche Pause und dann passt das schon wieder. Also. Exakt. Also das ist die Schwierigkeit. Also das heißt, man muss am besten zu einem Arzt hingehen, der für diese ganze Sache auch ein gewisses Verständnis hat. Ja. Also zu jemandem am besten, der selber Läufer ist, am besten Ultraläufer. Gibt es nicht so viele, aber immerhin. Ja. Man muss schon vielleicht auch den Arzt darauf anstoßen, dass das Problem sein kann. Man muss selber auch vielleicht mal so einen Fragebogen ernsthaft ausfüllen, da komme ich gleich noch zu den POMS. Ja. Man kann dann vielleicht auch den Test machen, den ich gleich den ich vorstelle. Aber bevor ich den Test vorstelle, haben wir noch eine gewisse Problematik. Ja. Weil so linear, wie wir es jetzt haben, ist das Ganze auch nicht. Es gibt nämlich, das ist das Problem, die ganzen Symptome, die du vorgestellt hast, die sind manchmal auch genau andersrum. Genau, also es ist ein bisschen irreführend die ganze. Bevor ich das komme, hat die Anna hier noch was Längeres geschrieben. Möchtest du weitermachen und ich lese durch? Ja, genau, ich mache so lange weiter. Also das Schwierige an den Symptomen ist, die wir jetzt eingangs hatten, es gibt 2 Arten von Übertraining. Das erste, auf was ich eingehen will, ist das Erregungsübertraining. Betrifft vor allem schnelle Sportler, also Kurzstreckensportler, betrifft auch Krafttraining oftmals, weil das Sachen sind, wo der Körper überreizt wird einfach in dem Moment und dann entsprechend darauf reagiert. Ja, genau. Also viele schnelle Reize, viel Kurztraining, viele Sprints und so weiter ist hier ein Grund, warum Erregungsübertraining passieren kann und hat ganz andere Symptome. Wenn du mal weitergehst. Ja. Hat vor allem die Symptome innere Unruhe, also man fühlt sich die ganze Zeit so aufgekratzt, kann nicht ruhig sitzen, ist die ganze Zeit irgendwie am Machen, am Tun und so weiter. Ja. Hat Appetitstörungen, Gewichtsverlust, weil isst mal viel, mal wenig, da kann auch Bulimie kann in die Richtung aber auch gehen als Auswirkung davon, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, also man ist wie die ganze Zeit, man steht unter Strom einfach die ganze Zeit. Also eigentlich nicht eben dieses Antriebslose, sondern eher halt dieses Übererregte, was auch vielleicht jeder mal, also ich kenne das halt auch, also ich als Selbstständiger kennt man das vielleicht eher, keine Ahnung, aber ich kenne das erst, seitdem ich selbstständig bin wirklich, dass einem die Sorgen umtreiben, dass man, weiß ich nicht, 70 Stunden arbeitet in der Woche und dann kommt man halt, dann kann man nicht schlafen, man hat eigentlich keinen Hunger, aber man fühlt sich die ganze Zeit unter Strom. Ja. Ja? Ohne irgendwie Koks oder so, sondern ganz normaler Zustand. Ja. Normaler Zustand. Nur um da einen Disclaimer rauszuhauen. Ja, genau, man hat eben Schlafstörungen, man schläft nur noch kurz, man schläft nicht mehr richtig, man fühlt sich so, als wenn man gar nicht geschlafen hat am nächsten Morgen, hat einen erhöhten Ruhepuls. Auch ist hier ein wichtiges Symptom. Und meistens eine niedrigere HRV, ne? Genau, hat relativ wenig Variabilität in der Herzfrequenz einfach drin. Häufig. Das liegt einfach daran, dass die Stresshormone, also der Parasympathikus in dem Fall, der Sympathikus überwiegt und nicht der Parasympathikus, genau. Ja. Man hat hier auch eine Verzögerung, einen Rückgang der Herzfrequenz nach Belastung. Genau. Also man macht eine schnelle Einheit, man bringt den Puls einmal hoch und es dauert echt ewig, bis der Puls wieder runtergeht, auch wenn man es anders gewohnt ist. Genau. Das ist jetzt diese Überreizung sozusagen. Ja. Wer kriegt die eher? Oder kann man da sagen, vielleicht machen wir erst das andere und dann können wir Genau, man kann es so ein bisschen vergleichen. Marquardt vergleicht das auch mit einer Schilddrüsenüberfunktion. Da hat man auch so die meisten von diesen Symptomen. Ja. Und eben auch hier sowas wie, und man hat halt häufiger Verletzungen. Also muss man unterscheiden von Verletzungen bei Ultraläufern, was da mehr Überlastung ist, sondern man hat wirklich akute Verletzungen wie Muskelfaserrisse und sowas. Also nicht diese typischen Überlastungserscheinungen, sondern wirklich akute Verletzungen. Du hast jetzt schon gesagt, nicht so wie bei Ultraläufern. Mhm. Das heißt, also das, und du hast das Bild ist ja von den Spikes auch im Hintergrund, von den uralt Spikes, aber Klassiker. Mhm. Das ist was jetzt eher bei Sprintern auftritt oder bei Mittelstrecklern? Oder? Ja, genau, also eher bei Sprintern, Mittelstreckenläufern, vor allem bei in dem Bereich. Ja. Okay, das heißt also, wenn ihr das habt, dann kommt das hauptsächlich durch sehr intensives Training. Genau. Was vielleicht viele Ultraläufer eben nicht so machen, aber viel intensives Training, generell, sage ich mal, immer hohe Reize, aber halt hauptsächlich zu intensives Training. Und da auf der anderen Seite haben wir das Hemmungsübertraining,
Das ist genau das Gegenteil. Genau, also genau das Gegenteil. Hemmungsübertraining tritt jetzt eher bei Ultraläufern auf, wenn man relativ hohe Umfänge läuft, relativ viel läuft, wenig Pausen macht. Mhm. Also Erregungsübertraining kann auch mit Pausen passieren, wenn man halt nur intensive Einheiten zum Beispiel zu viele macht. Ja. Und Hemmungsübertraining ist eher so ein Fall, wo ohne Pausen auftreten kann. Also wenn man einfach immer durchläuft, relativ hohe Umfänge durchbringt, die Ruhewochen auch noch hohe Umfänge durchläuft. Und da sind die Symptome eher genau das Gegenteil. Deswegen ist es auch so schwierig, das abzugrenzen von den Symptomen her. Also eigentlich genau das Gegenteil. Also wenn der Arzt fragt, sind Sie besonders müde? Und man sagt, nee, ich kann kaum schlafen. Und der andere sagt, ja, ich bin total müde. Genau. Aber bei beiden die gleiche Ursache. Genau, ist beides Übertraining, aber eine andere Art von Übertraining. Und hier ist genau das Gegenteil. Also abnormale Ermüdbarkeit heißt, man kann Leistung bringen. Also man kann einen Halbmarathon relativ gut, sage ich mal, laufen. Man kann keine Top-Leistung mehr bringen. Aber man kann sagen, ja, jetzt laufe ich halt den nächsten Halbmarathon. Also dass du immer so ein Grundlevel hast, wo du sagst, ja, geht ja mit Halbmarathon und so weiter. Okay. Aber du kannst keine Top-Leistung mehr abrufen, also so auf dem Niveau. So wie bei dir quasi die ganze Zeit. Okay, aber sonst Erholung normal, Atmung normal, normaler Rückgang der HF. Also eigentlich toll. Ja. In Ruhe, langsame Herzfrequenz kann man ja auch positiv auslegen. Genau. Gewicht normal, Appetit normal. Hey, ich meine eigentlich alles gut. Also keine wirklichen Leitindikatoren, wo ich sage, hey, das ist total übel. Genau, und das ist auch so das bisschen das Problem daran. Das schleicht sich ein und dauert dadurch umso länger, um wieder rauszukommen. Und das ist die Sache, also das ist eher die Geschichte. Das fühlt sich ja alles erstmal okay an. Ja, also ich meine, man fragt sich dann, ist das Training falsch? Ernähre ich mich falsch? Ja. Aber sonst vielleicht macht man einfach so weiter. Das ist auch eine Sache, die jetzt Jeff Rose hatte. Also Jeff Rose hatte nicht die andere Geschichte, weil die andere Sache, dass die Alarmglocke, Achtung, da ist irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Du fühlst dich komplett aufgewühlt, die Herzfrequenz passt nicht mehr, ich bin nicht mehr leistungsfähig, nichts geht mehr, dann mache ich halt mal Pause. Dann weiß ich, alles klar, der Körper sagt, es ist was nicht in Ordnung. Bei der Geschichte, da denke ich, da mache ich erstmal weiter. Ja, hier läufst wenn du... Gerade wenn ich Ziele vor Augen habe. Ja, hier läufst du quasi, sagst du, okay, jetzt bin ich den vierten Halbmarathon in 1,45 gelaufen. Geht ja, ich schaffe zwar meine Bestzeit nicht, aber ich habe jetzt immer den vierten hintereinander in 1,45 durchgebracht. Oder also sowas. Das ist das, wovor Ultraläufer Angst haben müssen. Okay. Das ist auch so ein bisschen das, was sich eben über die Saison einschleicht. Ja. Man schafft den 100er, man schafft den 100er, man schafft den 100er, aber man merkt eigentlich nicht, dass man sich hier in so eine Spirale reinläuft. Genau, und da sagt ich Triagnostik Chemnitz, sag richtig, genau, und man unterscheidet da zwischen sympathischem und parasympathischem Übertraining. Genau, das ist, was wir jetzt aufgeblendet haben, ist das parasympathische Übertraining, das andere ist das sympathische Übertraining. Es gibt unterschiedliche Begriffe dafür, genau, aber das ist einer dafür und Anna-Maria beschreibt Vorbereitung auf den Zug, wo sie fünfmal trainiert hat, was an sich jetzt ja nicht zwangsweise zu Übertraining führt. Wahrscheinlich auch in alleine keinen ins Übertraining führen würde, aber mit viel Arbeit, viel Stress im Job, und jedes Training einfach auch mentaler Stress, kann das auf lange Zeit eben genau dazu führen. Und dann sagt sie auch, nach 2 bis 3 Monaten ging gar nichts mehr, ging nicht mehr laufen und nichts mehr voran. Ja. Und das ist auch das, was eigentlich das die Problematik ist, dass ein Gesamtstress da zusammenkommen muss. Und das ist auch das, warum auch Studien so schwer sind. Weil ich meine, man kann ja keinen sagen, ich mache jetzt mal den Gesamtstress so hoch. Ja. Ich meine, das geht ja durch keine Ethikkommission. Oder ich schicke jetzt 30 Leute ins Übertraining. Ich schicke jetzt 30 Leute ins Übertraining und die sollen auch noch sonstigen Stress haben und sollen wenig schlafen und dürfen wenig essen. Hauptsache, die kommen ins Übertraining. Das geht ja durch keine Ethikkommission. Und es ist immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen und nicht zuletzt mentalen Faktoren. Und das macht das Ganze auch so schwer zu diagnostizieren und auch zu unterscheiden. Ja, genau. Gehen wir weiter. Ich hatte nämlich noch einen coolen Test, der ist von Mäusen. Mäusen ist einer, der am meisten da geforscht hat in dem Bereich. Ich habe mein Lieblingsbuch, Training for Endurance Runners, glaube ich, heißt. Ja, genau. Von Mujica. Da haben alle Experten, also die Experten in jedem Bereich, haben zu den verschiedenen Bereichen dort ein Essay reingeschrieben in dieses Buch. Ja, das kostet irgendwie 170 Euro, das Buch. Also das ist schweineteuer. Und zum Thema Overtraining hat Mäusen da reingeschrieben. Dann weiß ich immer, okay, er ist der Experte. Also wer in dem Buch zu dem Thema... Seiler hat zum Thema Periodisierung reingeschrieben. Rönnestad hat zum Thema Blockperiodisierung reingeschrieben. Okay, ich meine, die Sache ist erledigt. Zusammen, Und wenn Mäusen da zum Thema Overtraining reingeschrieben hat, weißt du, okay, er ist der Experte. Und tatsächlich... Mäusen hat da viele Jahre geforscht, da gibt es einige Forschungen zu, irgendwie 7, 8 Studien, die er dazu gemacht hat. Und eine Studie geht eben, wie kriege ich das Ganze raus? Ja, gibt es Tests, die ich da rauskriegen kann? Und er hat einen Doppellauftest entwickelt und hat da natürlich auch Blutparameter genommen. Das könnt ihr jetzt nicht so leicht machen, aber das könnt ihr vielleicht machen, eben wenn ihr
wirklich einen Arzt habe, der sagt, okay, ich bin dabei, ich will das mal ganz untersuchen oder geht zu einer Leistungsdiagnostik mit Blutuntersuchung, was wir ja auch nicht anbieten, aber es gibt ja Möglichkeiten, dann kann man das Ganze testen. Und zwar, was der gemacht hat, ist ein ganz normaler Laktattest, also 3 Minuten Stufentest. Ganz normaler Stufentest quasi. Exakt, genau, ganz normaler Stufentest. Wenn man Laktat noch abnimmt, eher in die Richtung Overtraining bedeutet eher, man schafft nicht so viel Laktat zu entwickeln und man bricht natürlich früher ab. Aber was vor allen Dingen interessant ist, ist erstens, oder ist ein bisschen der Cortisol-Level, der ist nämlich im Non-Functional, also im schlimmen Overtraining, umso schlimmer das Overtraining ist, weniger reagiert das Cortisol-Level und auch umso weniger reagiert ACTH. Also ACTH ist eigentlich ein Erhöher von Cortisol oder ist der Auslöser von Cortisol. Das ist schwer rauszukriegen. Da wird jeder sagen, okay, aber wie soll ich das rauskriegen oder kann das der Arzt rauskriegen? Da gebe ich euch recht, das ist schwierig zu messen. Aber was jeder von euch messen kann und was man relativ handfest auch vergleichen kann, ist eigentlich die Performance Decrease. Was der gemacht hat, der hat 2 Tests gemacht. Ja? Also das ist auch das, was man hier sieht. Also das ist der erste Test und dann das ist der zweite Test. Und hier auch, hier ist ein erster Test und da ist ein zweiter Test. Ja? Aber was man sieht, ist der Performance Decrease zwischen erstem und zweitem Test. Also was ihr macht, ist quasi eine ganz normale Laktatdiagnostik und ihr schaut euch an, bis wohin ihr kommt in der Laktatdiagnostik. Und dann macht ihr eine Pause von 4 Stunden gemacht, also nicht so eine lange Pause, sondern hat das Ganze normal gemacht. Und hat festgestellt, im Durchschnitt ist der Performance Decrease nur bei 3%. Durch die Vollermüdung also, quasi vom anderen Test. Genau. Ja. Beim Functional Overtraining haben wir aber Decrease von 6%, ja. Und beim Overtraining Syndrome, also Overtraining Syndrome ist quasi Non-Functional Overtraining, also das heißt, oh, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Andersrum. Genau. Hier, das ist FOR, also Functional Overtraining, genau. Also höhere Cortisol, ACTH-Reaktionen bei dem Overtraining Syndrome, also bei dem schlimmeren Overtraining, bei dem Non-Functional, das ist Functional. Sorry, habe ich mich verschrieben. Also 6% Performance Decrease beim Functional Overtraining und beim Non-Functional Overtraining, also beim Overtraining Syndrome, das ist ein anderer Begriff, Overtraining Syndrome oder Non-Functional Overtraining, habe ich einen Performance Decrease von über 10%, von 11%. Was bedeutet das jetzt für euch? Du hast auch einen Test, glaube ich, von Kilian, oder? Genau, im Endurance Athlete, wo ja Kilian mitgeschrieben hat, gibt es auch einen Test, der geht, die suchen sich eine Stair raus, also eine Treppe raus, man nimmt immer die gleiche Treppe, läuft da für 60 bis 90 Sekunden, also immer den gleichen Wert, entweder 60 oder 90, aber kann man mehrmals machen, aber immer gleich lang nach oben. Ja. Also du schaffst, dass du sagst immer, okay, ich schaffe 80 Stufen in 60 Sekunden und die laufe ich. Ja. Und immer gleich schnell. Also immer sagen, okay, ich lege das so auf, dass ich nach 60 Sekunden oben bin, setze mich hin und schaue dann, wie mein Puls runtergeht. Und nehme den Puls bei, ich glaube, 10 und 60 Sekunden und schaue, wie der sich verändert hat. Ja. Also geht er schnell runter, geht er langsamer runter diesmal und kann dann hier daran erkennen, bin ich gerade ein bisschen mehr Richtung Übertraining, bin ich Richtung Ermüdung mehr drin oder ist gerade okay? Also müsst ihr nochmal nachlesen, aber ist da relativ gut beschrieben. Genau, auch. Also das heißt, was könnt ihr jetzt machen, um das mal für euch rauszukriegen? Weil der Thomas Dahmen sagt auch gerade, er trainiert nach unserem Plan und sagt auch, er kann sich gerade nicht vorstellen, in der dritten Woche auch noch das Freitagstraining zu machen. Also erstmal, Thomas, ich kann dich beruhigen, es wird besser. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, um mal jetzt auf die beiden Tests einzugehen, dann komme ich auch noch zu dir, Thomas. Also erstens, ihr könnt mal so einen Doppeltest machen. Am besten am Beginn von so einem Training und könnt, ihr müsst keinen Stufentest machen, sondern macht einfach mal 20 Minuten All-Out-Test, macht 4 Stunden Pause und macht den nochmal. Ja. Schaut dann, wie viel langsamer ihr seid. Schreibt euch das auf. So, und wenn ihr dann denkt, ich bin im Overtraining und es geht nicht mehr, auch wenn es kacke ist, dann so einen Test zu machen, weil der bringt euch ja noch mehr ins Overtraining, aber dann macht es nochmal und schaut euch an, wie viel hat denn meine Performance im Vergleich zum ersten nachgelassen? Wenn es beim ersten, sage ich mal 5% war und jetzt sind es 20%, dann wirst du, okay, Alarmglocken. Wenn es wieder 5% sind, vielleicht auch auf einem niedrigen Niveau, aber dann wirst du, okay, es ist noch kein Overtraining. Ja. Oder, wie du gerade gesagt hast, macht den gleichen Lauf, schaut, wie schnell sinkt meine Herzfrequenz ab bei einer intensiven Einheit, die ihr öfter macht. Also angenommen mal 10 mal 1000 ist eure Standardeinheit. Schaut nach dem 10. mal 1000, schaut an, wie stark sinkt eure Herzfrequenz nach einer Minute ab und schaut das beim jeden Mal an. Und wenn ihr merkt, boah, die brauche immer länger, um wieder auf das Ausgangsniveau zu kommen, dann wirst du Alarmglocken an. Und bei dir, Thomas, bei unserem Trainingsplan kann ich dir empfehlen, ich weiß, die ersten Wochen sind hart, weil die ersten Wochen ungewohnt sind, auch ungewohnt intensiv. Aber was ich dir raten würde, ist,
versuche bis zur Ruhewoche durchzukommen, mach die Ruhewoche lieber ein bisschen lockerer. Und dann haben wir immer Wiederholungen von Trainingseinheiten. Wir haben eigentlich immer das so gemacht, dass Trainingseinheiten sich auch auf lange Frist wiederholen. Also nimm eine Einheit, die sich nochmal wiederholt und vergleich die möglichst nah nach der Ruhewoche mit der, die du irgendwann mal gemacht hast vorher. Und wenn du merkst, boah, ich habe hier einen Performance Decrease, obwohl ich gerade die Ruhewoche drin habe, dann schreib mir auf jeden Fall an. Ja? Dann sag, okay, da passt was nicht. Ja? Aber wenn du sagst, okay, nach der Ruhewoche bin ich trotzdem gleich oder sogar ein bisschen besser oder vielleicht auch mal Tagesform schlechter, also ich sage jetzt mal 2-3 Sekunden schlechter, was Tagesformschwankungen noch angeht, dann würde ich sagen, okay, ist ein bisschen auch gewollt, die Müdigkeit. Ja. Genau, oftmals ist es ja so nach dem Motto, ich starte in den Trainingsplan, komme vielleicht aus einer nicht so ganz motivierten Phase und die ersten 3 Wochen vom Trainingsplan ziehen natürlich an, weil es nur noch 16 Wochen sind. Genau. Und dann ist so ein Ermüdungsfaktor ist halt einfach relativ groß in dem Moment. Genau, aber auf jeden Fall, deswegen nach der Ruhewoche auf jeden Fall vergleichen, ob nach der Ruhewoche es schlimmer ist, als, sag ich mal, in dem vorigen Periode mittendrin. Das wäre auf jeden Fall für mich ein Faktor, wo ich sage, okay, wenn ich nach einer Woche Ruhewoche, weil die Ruhewochen sind auch nicht zu hart geplant bei unseren Plänen, die sind relativ konservativ geplant, wenn du dich danach nicht erholt hast, dann würde ich sagen, okay, dann entweder schreib mir nochmal eine Mail oder von dir aus, dass du sagst, okay, das ist vielleicht ein bisschen viel, ich gehe jetzt mal ein Training runter für den nächsten Mesozyklus. Ja, faktisch gesehen, aber wer fit auch reinstartet, da kannst du in 3 Wochen rutschen, nicht ins Übertraining. Nee, in 3 Wochen noch nicht, genau, aber also es ist halt trotzdem ein Zeichen, dass so langsam wir Overreaching in die Richtung Overreaching kommen, aber als Übertraining rutscht man in der Zeit einfach noch nicht rein. Genau, wir gehen mal hin und fassen das Ganze kurz zusammen. Es ist schwierig anhand nur von Blood Parameters, und das ist ein Spruch, der eben von den Mäusen auch kommt. Ja. Most blood parameters are not capable to detecting overreaching or overtraining syndrome. Mhm. Das heißt, allein an einem Blutparameter und auch an vielen Blutparametern kann ich es nicht festmachen. Ja. Auch an Leitsymptomen ist es schwer, weil die teilweise eben unterschiedlich sind. Mhm. Manchmal genau das Gegenteil auch Overtraining bedeutet. Und deswegen ist es wichtig, eben eher sich die Trainingseinheiten anzugucken, eher sich die Entwicklung des Pulses anzugucken, morgens Ruhepuls anzugucken, morgens die Herzfrequenzvariabilität anzugucken und vor allen Dingen auch mal einen Fragebogen zu machen. Ja. Zu dem komme ich jetzt gleich noch ganz kurz dazu. Genau. Also es gibt keine Hard Facts, die sagen, das ist Overtraining und das ist ein bisschen das Problem. Wie wir das machen, wir haben ein paar Sachen rausgesucht, wie wir das auch überwachen für unsere Athleten, also für diejenigen, die WKO benutzen, nur einfach nur sagen, okay, wie macht ihr das denn, dass ihr das rauskriegt? Ich habe hier mal einen Graphen, den habe ich selber programmiert, ne? Den haben wir selber programmiert. Ja. Das ist also einer von unseren Graphen, die wir selber geschrieben haben. Was der macht ist, der guckt hier auf der linken Seite, guckt der TSS pro Day, also wie viel Umfang pro Tag hat derjenige gemacht. Ja? Also das ist jemand, der schon viel trainiert hat, mit über 100 TSS am Tag teilweise mit 60 TSS am Tag. Ja, kannst du ja rausholen, ist meiner. Ist deiner, ja. Okay. Und wir haben ja auf dem unteren Seite die Leistungsfähigkeit, also wie viel Watt pro Herzfrequenz schafft der Athlet im Durchschnitt in dem Moment, quasi in dieser Einheit. Und wenn wir hier sowas sehen, also so eine Zickzack-Kurve oder auch so eine Kurve, die hier wie so ein V verläuft, was bei dir ja eben hier der Fall ist, sogar ziemlich klassisch, wie so ein V verläuft hier, also die hier wie so ein größer Als-Zeichen, also sowas hier, dann ist er eigentlich hier so ein bisschen, Achtung, Overreaching auf jeden Fall schon mal. Und das weißt du ja auch, dass du gerade im Overreaching drin bist. Ja. Das bedeutet nämlich hier, derjenige macht mehr, das heißt also die Punkte gehen nach oben. Ja. Gleichzeitig wird er besser. Und dann macht er mehr, immer noch mehr, aber wird schlechter. Ja. Also das heißt, in dem Fall, ich weiß jetzt nicht genau, was das hier war, also am Anfang vielleicht ungewohnte Belastungen, müsste man sich genau angucken. Ja, das war eher der Winter, wo jetzt auf Trail noch viel war. Also das sind die letzten 90 Tage. Ja. Das heißt, da ist jetzt noch so der Anfang im Januar drin, wo halt viel noch Trail war, viel mit Schnee noch war und so weiter. Deswegen ist es hier eher ein bisschen schlechter geworden von der Leistung bei Steigen. Müsste man rausfiltern dann halt einfach zeitlich rausfiltern. Und dann sieht man, okay, bis zu einem Punkt ist es besser geworden, dann schlechter. Und wenn man sowas sieht, klassisch, ne, dann weiß man eigentlich, boah, Achtung, ab, jetzt in deinem Fall jetzt hier, ab dem Punkt, wo du ungefähr 95 CTL hattest oder 95 TSS pro Tag, ab da war es vielleicht ein bisschen zu viel. Und dann kann man sich angucken, wann war das? Kam danach eine Ruhewoche, kam danach keine?
Wie geht das Ganze weiter? Kommt er auch wieder zurück? Man weiß auf jeden Fall, okay, wir müssen hier auf jeden Fall irgendwann so eine Ruhepause reinbringen, dass du wieder nach rechts rüberkommst. Genau, dass die Linie wieder andersrum kommt. Genau. Ja. Ne, das ist so ein klassischer Graph, wo wir dran erkennen, okay, es ist gerade echt ein bisschen viel, was derjenige macht. Ich meine, du weißt das, wir haben das so gesprochen, es gibt nicht nur Leistungssteigerung, sondern es gibt auch Ermüdungsresistenz. Mhm. Bei dir geht gerade die Ermüdungsresistenz ein bisschen auf die Leistungssteigerung, aber du musst gucken, dass du jetzt die nächsten Wochen dir die Ruhe gönnst, um da wieder rauszukommen. Wenn man das so überwacht und die Awareness hat, dann kann man das auch mal machen. Mhm. Aber man muss halt einen Blick dafür haben, weil das, was die Anna gesagt hat, da sind wir halt dann schon hier. Ne? Da sind wir dann einfach schon drüber. Also wenn das, also über diese letzten, also darfst du es auf keinen Fall rüber, also über den Anfangswert darfst du halt auf keinen Fall rutschen. Ja, richtig. Und jetzt eben, wenn es noch ein bisschen rüber geht, ja, aber dann musst du halt auch die Kurve in die andere Richtung irgendwann wieder kriegen oder nur noch auf dem Niveau bleiben halt einfach. Genau, und dann ist auch mehr nicht mehr einfach. Ja. Sondern muss man sich mal eine Woche zusätzlich Ruhe gönnen und dann kann man ja wieder aufbauen. Und die eine Woche kostet ja nicht so viel Zeit. Ja. Also kostet nicht so viel Ermüdungsresistenz. Da sagt man, okay, man muss jetzt mal ein bisschen weniger machen. Aber darüber haben wir gesprochen, du weißt es auch. Und das ist ja alles mit Sinn. Ja. Aber das ist so eine klassische Kurve, wo ich sagen würde, oh, Achtung, jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Umfang. Vielleicht mal kurz ein bisschen rausnehmen und dann können wir wieder Gas geben. Mhm. Aber genau. Ich war selber überrascht, wie das nach Musterkurve ist schön, schön. Aussieht. Sieht gut aus, ja. Hast du sauber hingeballert. Ja. Genau. Der hier unten, das war übrigens nach einer Trainerstunde, weil er zu viel Bier getrunken hat. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das war der Heimweg. Ja, genau, war der Heimweg. Genau. Oder was wir auch machen halt einfach, das ist jetzt so eine TSB-Kurve, wo man sieht, wo einfach markiert ist, okay, da ist jetzt echt die TSB, also der Unterschied zwischen der 7-Tage-Belastung zur 42-Tage-Belastung ist zu hoch. Das heißt, die letzten 7 Tage waren viel, viel härter als die letzten 42 Tage. Dann kriegen wir so ein Ding. Und was wir natürlich auch angucken ist, und das geht ja in die Richtung Fragebogen, wenn die Athleten so mit so, also wir haben so eine Smiley, da gibt es so eine Smiley-Bewertung, wenn die Athleten sagen, oh, ich war immer schlecht gelaunt und dann filtert man noch so nach in den Kommentaren, nach so ein paar Wörtern wie müde, ja, oder Müdigkeit oder platt oder schwer oder sowas, nach so welchen Wörtern filtern wir. Und dann kriegt man da immer auch so angezeigt, Achtung, da hat der Athlet so oft gesagt, er ist müde. Ja. Ja, und dann gleichzeitig geht die Leistung runter und gleichzeitig ist noch die CTL niedrig. Also wir versuchen das auch mit den Kommentaren. Wir lesen die natürlich durch. Ja. Also es ist nicht nur, dass wir die auf Datenebene analysieren, aber wenn man jetzt so ein Jahr zurückblickt, dann weiß man ja nicht mehr, was hat der Athlet kommentiert. Genau. Und dann filtern wir so manchmal nach so Schlagworten. Also wenn ihr jetzt Athleten von uns zuhört, einfach mal ein paar Mal reinschreiben, tut weh oder verletzt oder geht gar nicht mehr oder so weiter, dann bei uns gehen dann die Glocken hoch, ja. Ja, oder die Zone 1-2-Läufe wechseln auf einmal von 4 auf 6 von der RPE-Skala ungefähr. Exakt, genau. Das ist auch immer so ein bisschen eine Marke, wo man sagt, halt, da stimmt irgendwas nicht. Genau. Die Herzfrequenz stimmt zwar noch, aber die Läufe fühlen sich auf einmal hart an oder sowas. Exakt. Da ist auch so ein bisschen eine Marke immer auf jeden Fall. Und das ist so machen wir das quasi. Ja, also wir machen das wirklich dann datenorientiert. Was ihr machen könnt auf jeden Fall, ist Trainingslogs führen, ja. Training Peaks kann ich da empfehlen, weil da gibt es halt so eine Bewertung mit Smileys, dass man sagen kann, also boah, heute habe ich mich echt schlecht gefühlt. Und wenn ihr sagen könnt, so nach 2 Wochen fast nur schlechte Smileys, dann weiß man auch Vorsicht. Ja, man kann ja auch bei Training Peaks so Fatigue, Mut, also Stimmung kann man tracken und alles. Genau. Viele Faktoren, die ihr auch hier findet, habe ich vorhin gesagt, ja, dieses POMS, ja, Profile of Mood States. Ich habe das jetzt nicht rausgesucht, weil das ist jetzt nicht so wirklich spektakulär. Mhm. Aber da sind viele Fragen, die auch bei diesem Fragebogen dabei sind. Also wenn euch das interessiert, googelt einfach mal Profile of Mood States oder POMS, ja, POMS Overtraining. Das ist ein Standardfragebogen, ja, oder POMS Questionnaire. Das ist ein Standardfragebogen, wo ihr ankreuzen könnt, wie fühle ich mich heute? Habe ich Angst? Habe ich gut geschlafen? Habe ich schlechte Laune? Bin ich leicht reizbar? Das sind irgendwie, keine Ahnung was, 50 Fragen, die genau zu diesem Thema sind. Und dann müsst ihr immer zwischen 1 und 5 abstimmen. Heute bin ich so drauf, bin ich so drauf. Und dann gibt es verschiedene, wie in der Bravo früher, ja, wenn du zwischen 20 und 30 bist du overtrained, ja. Und so ist das ein bisschen. Und dieser POMS, der ist eigentlich, oder dieses POMS, ja, dieses Profile, ist mittlerweile halt wissenschaftlich echt anerkannt. Ja. Ist auch so, nach diesen ganzen Eingangstests, wo ja alles sein kann, wo verschiedene Krankheiten sein kann, eigentlich so auch die einzige wirkliche Bewertungsskala für Übertraining. Ja, absolut. Also das andere kann ja immer noch irgendwie die entsprechende Krankheit dazu sein. Genau. Aber der Fragebogen ist halt, wenn man den ehrlich ausfüllt, wirklich so das entscheidende Kriterium tatsächlich, für einen Arzt auch oftmals zu sagen, okay, es ist Übertraining. Genau. Conny fragt, also erschleicht man sich, also Ruhewochen, Conny, du willst auch die Tutorial laufen. Ja, der erschleicht man sich. Problem ja, der erschleicht man sich gar nicht. Das ist egal. Wenn du sagst, du bist komplett overtrained, dann sagen wir, hey, sorry, that's what you signed for. Also da geht nichts. Ja. Nee, aber genau, prinzipiell ja. Genau. So,
Wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ja. Genau, ist auch das letzte Kapitel ist es auch. Genau, ich guck mal gerade auf. Das Buch ist nicht dabei. Das Buch ist nicht dabei. Science of Running ist nur dabei, aber das Buch selber, das ist nicht dabei. Das ist nicht dabei, mein Lieblingsbuch ist nicht dabei, tatsächlich. Ja, das steht im anderen Regal. Okay, also Gründe, ja? Ja, genau, also Gründe für. Aber hier das andere Buch von Ihnen, Recovery and Performance in Sports, ist von Mulica dabei. Ja, ja genau. Wir haben ja schon gesagt, also Gründe, Übertraining hat verschiedene Hintergründe einfach. Also nicht nur, ich trainiere viel, sondern da spielen noch ganz, ganz andere Faktoren zusammen. Genau. Und das wollen wir jetzt so heute abschließend mal noch so ein bisschen reinbringen. Yeah. Welche Faktoren da vor allem eine Rolle spielen? Also unten in der Mitte, Training haben wir schon angeschnitten, zu viel Training, zu eintöniges Training. Aber es ist nur einer von sechs Punkten. Einer von sechs Punkten. Also zu viel Training, eintöniges Training, zu wenig Ruhewochen, zu heftige Ruhewochen. Das spielt alles mit in die da in, rein. Ja. Und aber es kommen noch viele andere Sachen dazu. So was wie Psyche ist teilweise zu viel Ehrgeiz, spielt eine Rolle. Corona. Corona auch, genau, ja. Sich da auch, ja, auch eine Art, so eine Art, ja, keine Ahnung, Abhängigkeit mit, ich muss das laufen, weil die Leute sehen das, die wollen mir, ich will Kudos haben dafür, dass ich Kilometer gelaufen bin oder sowas auf Strava. Stimmt. Und ich laufe einfach viel zu viel, mache mich damit, setze mich selber unter Druck, was das angeht. Ja. Und da gehört auch sonstiger Druck halt mit dazu, den man sich einfach macht sozusagen und das Laufen auch so ein bisschen als Abhängigkeit sieht. Also wenn man nichts anderes hat, man muss laufen, weil man hat das als Tagesausgleich so ein bisschen. Das ist so ein Punkt, was hier Psyche auch vor allem eine Rolle spielt. Absolut, ja. Dann hier Punkt Gesundheit. Klar, andere Stressoren, wenn ich generell Virenbelastung habe oder nicht hundertprozentig fit bin. Genau, ich bin nicht fit, ziehe trotzdem mein Training komplett durch. Ja. Und hier auch ein Stück weit Lebensweise, wie viel Ruhe gönne ich mir, wie viel, wie ernähre ich mich, wie lange schlafe ich, hänge ich den halbe Nacht noch irgendwie vor Netflix, schlafe nur 4 Stunden und laufe dann trotzdem meine 150 Kilometer die Woche oder sowas. Ja, genau. Also Ernährung ist sicherlich auch da. Ernährung gehört auf jeden Fall mit dazu. Genau. Ja. Under-Eating, Ja, genau, ja. Und auch hier Familie, Beruf ist auch ein ganz großer Faktor. Alle sonstigen Stressoren. Was habe ich da als Stressfaktor? Arbeite ich 12, 14 Stunden? Muss mein Training noch irgendwie durchbringen? Unterstütze ich meine Familie in den Zielen auch? Ja, genau. Und Umwelt, gut, was ist jetzt Umwelt? Ja, Umwelt ist gemeint, bin ich umgezogen? Mhm. Also habe ich auf einmal wie Jeff Rose dann 2012 dann teilweise auch, oder 2011 vorm Western States war das schon, bin ich in die Höhe zum Beispiel gezogen. Stimmt, der ist nach Colorado gezogen. Der Körper hat einen zusätzlichen Stressfaktor gekriegt. Ja. Höhe, weniger Regeneration und mehr Ermüdung und kam dann halt mit den Trainingsleveln nicht mehr zurecht. Absolut. Und hier kann auch so Sachen wie, also bei uns hier klassisch Föhnsturm zum Beispiel, auch so Lufteinflüsse können damit dazugehören. Ja. Und einfach generell Umweltbelastungen halt. Genau, also weniger Smog, aber zumindest halt so welche krassen Sachen. Ja. Also ihr seht, es ist immer ein Zusammenspiel und das ist das, was auch die Wissenschaft heutzutage sagt. Training führt, also nur Training führt nicht zu Overtraining, sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, die eine Disbalance aus Belastung und Entbelastung bringen. Das heißt, der Körper reagiert nicht mehr auf Entlastung, reagiert aber auch nicht mehr auf Belastung richtig. Also er weiß nicht mehr, wie er reagieren soll, reagiert eigentlich teilweise kontraproduktiv und übertrieben und wehrt sich im Prinzip gegen jegliche Belastung. Mhm. Und das auf nicht nur einem Level, sondern auf hormoneller Ebene, vom zentralen Nervensystem, auf muskulärer Ebene, also auf, sag mal, auf der ganzen kompletten Körperebene, von der Psyche bis zur psychische und physische, oder? Ja, schon, aber ich wollte was anderes sagen. Aber ist egal, fällt jetzt nicht ein. Also komplett, sag ich mal, der ganze Körper wehrt sich dagegen und ist komplett aus dem Gleichgewicht gebracht und das macht das Ganze auch so schwer, weil gerade Krankheiten wie Autoimmunkrankheiten oder auch eben Krebs und sowas natürlich auch genauso diesen ganzen ist das auch mit ein Grund, warum es oftmals bei, also viele sagen, ich bin ja kein Profisportler, warum soll ich ins Übertraining rutschen? Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Genau. Als Profisportler hast du ja diese anderen Faktoren, wo wir hier hatten bei Gründe, die kannst du ja ausschalten. Oder schältst du mehr oder weniger halt aus. Ja. Du schältst Beruf erstmal aus. Das, was die Anna-Maria sagte, Beruf. Mit den 5 Stunden, 5-mal im Training. Ein Profisportler wird durch 5-mal Training, wird er nicht ins Übertraining kommen, weil der sonst nichts hat, keine Stressoren hat. Ja. Als Profi führst du eigentlich ein besseres Leben, um Übertraining zu vermeiden. Ja. Weil du schaltest Beruf aus, weil das ist dein Beruf. Ja. Die Lebensweise ist angepasst an den Beruf. Ja. Familie
ist bei vielen auch noch nicht so der Fall, weil es ja oftmals im frühen Alter sozusagen der Fall ist. Umweltsituation wird perfekt angepasst ans Training. Also kann ich meine 2-Stunden-Einheit machen, kann auch den ganzen Tag mich erholen für die nächste Einheit und so weiter und habe diese ganzen anderen Stressfaktoren einfach nicht. Genau. Das heißt also, wir als Everyday Runner sozusagen, als normale Athleten, wir kommen viel früher ins Übertraining, was jetzt allein den Trainingsumfang anliegt. Wir brauchen nicht die 200 Kilometer Wochen. Ja, aber, und da kommen wir nächstes Mal drauf zu, erstens, wir kommen auch nicht einfach nur so rein. Genau, es ist nicht einfach. Und wir können es auch vermeiden, reinzukommen. Ja. Also nicht jeder, wo jetzt denkt, okay, ich habe stressiges Leben und trainiere noch nebenher, rutscht sofort in ein Übertraining ab oder sowas. Genau. Genau, das war's. Ende auf Präsentation, sagt das Logo von uns. Das heißt also, wir können ganz kurz nochmal zusammenfassen, bevor wir für heute schließen und beim nächsten Mal weitermachen. Also, was wir gezeigt haben, sind, Overtraining ist nicht linear. Overtraining ist nicht einfach zu erkennen. Ja. Es gibt kein Leitsymptom für Overtraining. Mhm. Und Overtraining ist immer ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren im Leben. Ja? Aber Overtraining ist nichts, auch wenn das manche sich damit brüsten, es ist nichts, was man möchte, weil es führt immer zu einer Verschlechterung. Wenn es noch zu einer Besserung führt wie bei dir, dann ist es kaum Overtraining. Ja. Dann sind wir beim Overreaching. Ja? Erstmal, was ihr tun könnt, ist auf jeden Fall erstmal monitoren. Das heißt, aufschreiben, wie ihr euch fühlt. Dieses Questionnaire, diese POMS mal googeln zur Not, mal ausfüllen, gucken, was für ein Score ihr erreicht. Ja, wie gesagt, könnt ihr alles googeln, das brauchen wir nicht in heute schon eingehen. Ja. Ja. Genug schlafen, zusehen, dass ihr gerade im Bereich in Vorbereitung, wie jetzt der Conny gerade ist, auf den Tortur de Ruhr, in Vorbereitung für die Tortur de Ruhr, auf so welche Sachen oder auch Transalpine Run oder was weiß ich, versuchen, sonstige Stressoren runterzuschrauben. Ja. Und nicht den Körper ignorieren, nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern es muss ein Zusammenspiel sein. Weil das ist auch das, was wir sehen, jemand, der sonst ein riesen Stressoren-Level hat, der schafft es auch dann nicht, sich zu verbessern, egal was der macht. Und wenn man eh schon stressig, gerade im Moment eine stressige Phase hat, dann sich halt nicht noch die großen stressigen Ziele einfach setzen. Genau. Also das halt immer so ein bisschen abwägen. Habe ich gerade die Kapazität, sowohl familiär, Beruf, als auch sonst, das Training wirklich umzusetzen für so ein Event? Ja. Oder passt das mir nicht nur vom Trainingszeit, sondern auch vom Lebensrhythmus einfach nicht mit rein in dem Moment? Exakt. Und wir gehen jetzt, das war jetzt ein bisschen Grundlagengeschichte, wir gehen beim nächsten Mal rein und schauen uns an, wie könnt ihr, wenn ihr da reinkommt, oder wie könnt ihr es erstmal verhindern, dass ihr reinkommt? Also wie muss ich das Training gestalten? Was mache ich konkret dazu, wenn ich merke, okay, ich bin in dem Bereich, dass ich das verhindert, überhaupt da reinzurutschen? Und wenn ich dann doch mal drin bin, wie sicherlich einige von euch, also es gibt Studien, die sagen, 30% zum Beispiel aller Leistungssportler sind in ihrem Leben durch Overtraining schon durchgegangen. Ja? Bei Ultraläufern ist es sicherlich nicht weniger. Wie komme ich da auch wieder raus? Was sind Maßnahmen, dass ich da auch wieder rauskomme und dass ich möglichst früh rauskomme, weil damit ich eben noch im Functional und nicht im Non-Functional Overtraining drin bin. Wenn ihr noch Fragen habt, haut sie unten drunter in die Kommentare. Ne? Ja, genau. Können wir fürs nächste Mal auf jeden Fall aufgreifen, weil das Thema bleibt ja. Perfekt. Übertraining sozusagen. Richtig. Also deswegen einfach unten in die Kommentare rein. Schreibt auch gerne eure Erlebnisse rein. Beim nächsten Mal sind wir wieder dabei in 2 Wochen. Ja? Ja. Für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, wir haben nicht nur eine neue Präsentation, sondern wir haben auch eine neue Website. Guckt einfach da mal auf michael-ahren.de. Seht ihr auch quasi eingeblendet im Overlay, ganz markant rechts unten. Guckt ihr einfach mal drauf, da habt ihr auch, wenn ihr rechts oben auf Trailhead klickt, habt ihr auch ganz viele andere Sachen wie einen Rennkalender mit über 1000 Strecken, Trailrunning-Strecken, schaut da mal rein. Ihr habt verschiedene Rechner, ihr habt unseren Blog vor allen Dingen, ihr habt verschiedene empfohlene YouTube-Playlists, zum Beispiel wenn ihr auf dem Laufband Intervalle laufen wollt, habt dann eine spezielle Playlist, die könnt ihr euch reinziehen, extra für zusammengestellt von uns für Laufbandintervalle und viele andere coole Sachen. Ja. Also einfach mal bei uns auf der Website vorbeigucken und und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Zum zweiten Teil Übertraining. Genau. Wir machen mal eine Doppeleinheit Übertraining, warum auch nicht. Genau. Und ich glaube, das Bier ist bis dahin nicht mehr gut, wir müssen morgen noch was trinken. Aber das müssen wir leer kriegen. Zum Wochenabschluss würde ich sagen, nach unserer Umstellung haben wir es auch verdient. Genau, also, auf jeden Fall. In dem Sinne, macht's gut. Prost.